Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, zum Einstieg gerade mal ein kleines Update, wo wir hier sind. Und zwar, ihr merkt wahrscheinlich, hier fehlen ein Haufen Bookmarks. Ich bin jetzt nicht alle abgeflogen, nur ein Teil davon. Und die ganzen Systeme waren eigentlich schon entdeckt. Also diese AAAH-Systeme. Und da habe ich mir gedacht, welche was, los was. Und zwar, nächster Plan ist, wir sind jetzt immer noch hier am Norma-Arm und ich habe hier ein Bookmark gesetzt, also es ist einfach nur ein random B-Stern und wir fliegen einfach dort drin in Arcadian Stream und dann nach unten und wärst du hin? Wer ist denn das? Ich bin nur gerade neugierig. 4200, wer ist das? Ah, okay. Okay. Genau, da fliegen wir rein. Ich habe eine Rune schon gesetzt und mir gucke einfach mal, was man so finde. So, als andere Info, wir sind gerade 1100 Lichtjahre über der Ebene. Es ist leider jetzt nicht so toll hier, muss ich ehrlich sagen. Es sind irgendwie gar nicht so viele Riesensterne dort. Selbst ein paar M-Sterne muss man relativ gut suchen, dass man die findet. Also M-Riese. Rote Riese. Normale M-Zwerge, die sind wahrscheinlich wie Sand am Meer, nehme ich mal an. Wie eigentlich überall. Ja, müssen wir halt mal schauen. Zum nächsten Ziel sind es noch einige Sprünge. Na, 9, es geht eigentlich noch. 23, ja, und wir können machen noch 2 Sprünge oder so. Gucken wir hier, die was man auch scannen müssen. Dass man mal auf die Karte noch gucke, aber eventuell gucken wir, dass wir jetzt schleunigst nochmal unter Arcadian Stream kommen. Es sei denn, mir wäre hier noch gut aufgehalten. Ja, man könnte auch mal irgendwo noch landen, vom Eisplanet oder so. Der nächste ist nicht unbedingt hier mit einer 100 nicht so gute Entfernung. Aber bei meinem Glück ist hier einiges terraformierbar. Kennt das hier. Immer wenn ich aufnehme, bei deiner Sterne, die ewig weit vom Inzidenzpunkt weg sind. Das kennt man ja. So. Moment hier. Ah ja. Ups, nein. Kleines Gedöns hier. Okay, D und B haben wir fertig und hier gibt es nichts zu scannen. Das ist schon mal gut. Tensor. Ansonsten muss ich mal Acht drauf halten. Und wir haben was zum Scannen. Der A3 ist terraformierbar. Wie sich mit der EDSM verhält, weil die ist ja eigentlich schon mal da. Noch nicht komplett, weil er ist immer noch beschäftigt, was man so aus seinen Tweets liest. Aber ein paar Services funktionieren halt schon. Nur irgendwie ein paar Daten von zuletzt sind über Travor, ein paar halt nicht. Muss ich mal gucken. So, 2 und 3 brauchen wir noch. Der erste ist sogar terraformierbar. 2 und 3, da gucken wir mal, wie die stehen. Moment. Hier müsste. Ups. Hier mal gucken. Ja, das geht noch. Das geht noch. Ist jetzt nicht so weit entfernt. Aber ja. Aber gibt wieder ein bisschen Geld. Ansonsten habe ich jetzt noch, gerade wie ich da die ganze Bookmarks abgeflogen bin oder Teil von den Bookmarks und nur Enttäuschungen erlebt habe, weil fast alles schon entdeckt war. Also alles Große. Habe ich noch Film nebenbei laufen gelassen. Oh wow. Ach, ich. Den Namen kriege ich gar nicht hin. Ist irgendwas Italienisches, irgendwas mit Shark und dann noch was, das ich bestimmt nicht aussprechen kann. Wie hieß er im Deutschen? Der Monsterhai?
im Englischen glaube ich Devilfish. Ist italienischer Film von 84 und hei. Er war gar nicht nur so gut. Wobei das eigentlich kein Hai war, das war so. Eigentlich, weiß man, ob man die Trash-Filme kennt oder The Sharktopus. Also die Mischung aus Shark, aus Hai und Oktopus. Und genauso viel war das hier auch. Nur halt schon knapp 30 Jahre vor den Trash-Filmen. Ja, war jetzt nicht so tolle. Konnte man halt nur nebenbei Larve oder so, wenn man ein bisschen gescannt hat. Da war das schon okay. Okay, Moment, schon hier so nah sind, dann scanne mal zuerst den Mond. Oh, bremsen, ich will hier keinen Landeanflug machen. Oh, zwei Sonde, ja gut, dann. Ah, Mist. Verdammt. Da habe ich ihn aufgepasst. Das haben wir noch nicht mal die Effizienzbonus. Ach, ärgerlich. Naja, egal. War hier Gott sei Dank nicht terraformierbar, insofern. Also wie gesagt, Film gar nicht mal so gut. Aber zum Nebenbeilaufen, also beim Scannen war das annehmbar, sag ich mal so. Ja, zumindest weiß ich jetzt, wo diese Idee vom Sharktopus eigentlich herkommt. Wobei die Filme. Da gibt's ja, wie viel gibt's denn da? Da gibt's, glaube ich, drei, oder? Wenn ich richtig bin. Der erste Sharktopus. Der war eher schlecht. Wenn ich noch so in Erinnerung habe. So, Moment. Drei. Der war schlecht. Dann gibt's irgendwie Sharktopus versus Pterodactyl oder so. So ein Flugsaurier oder was? Was das nochmal war? Ne, oder irgendwie so Barracuda-Verschnitt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Teil, der war bedingt witzig. Also, Trash-Verhältnis halt. Und dann gibt es noch absolut die Krönung: Sharktopus versus Whalewolf. Also eine Mischung aus Wal und Werwolf. Und der Film ist geil. Der ist so richtig over the top schlecht mit dem Caspar Van Dien. Noch bestens bekannt aus Rico, der Rico aus Starship Troopers. Und der hatte den Film fast allein getragen mit seinem ständig präsenten Wahnsinn. Also der Film, ich habe mich so amüsiert. Ich habe dann sogar auf Blu-ray geholt. Das muss einfach sein, weil der ist allein die Idee, Mischung aus Wal und Werwolf, das ist einfach nur. Und die Englischfassung ist besonders wertvoll, weil irgend so. In der 80er sehr bekannt die Schauspielerin, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Also, was heißt sehr bekannt? Bekannt halt, ich glaube, irgendwelches K aus dem Dallas, Denver Clan Umfeld irgendwo, wenn ich noch richtig weiß. Ich komme leider nicht mehr auf den Namen. Spielt so eine Wissenschaftlerin, natürlich eine böse. Natürlich muss sie dann auch deutsch sein. Und mit einem so hammerharten deutsch-englischen Akzent. Also, das kennt man ja, wenn Deutsche Englisch sprechen. Das hört sich mal erstens gruselig an. Kenne ich von mir. und die. Da treibt das doch noch auf die Spitze. Und das ist einfach nur. Der ist einfach nur gut von vorn bis hinten der Film. Also, sehr, sehr zum Lachen. Und teilweise funktioniert es auch gewollt, dass man lachen muss. Das sind ein paar schöne Slapstick-Momente. Ich mag den Film. Ist natürlich nichts für. Herkömmliche, keine Ahnung, Kino-Kugger, der kann mit sowas gar nichts anfangen, aber so ein bisschen Trash-affin ist. Das ist richtig. Ist richtiger Partyfilm. Kommt gut. Ja, dann. Wenn wir schon bei dem groben Thema sind, ich habe heute. Ist der Freitag, wo ich das aufnehme, Freitagabend jetzt. Heute Donnerstag endlich die Meldung gehört, dass mein Beamer endlich fertig ist. Yay. Werde ich also am Samstag, werde ich da hindüse und abhole. Und Gott sei Dank gibt es hier keine so Ausgangssperre hier. Also alles legal. genau. Dann habe ich ihn endlich wieder. Und da muss ich nochmal noch gucken, dass ich Kollege an herordere. Moment, haben wir alles gescannt? Das ist der dritte. Jupp.
Dann weiter geht's, dass man dann da wieder montieren kann. Sogar wenn der Zeit hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich dann bald wieder endlich auf der Couch Filme gucken. Oh. Und dann muss ich, glaube ich, sehr schon rum. Weißer Zwerg? Ja, okay, gut, auch gut. Da muss ich, glaube ich, nochmal diverse Klassiker gucken. Ein paar Sachen, die ich endlich mal gucken will. Also erst ein paar Klassiker müssen sind. So als nochmal zum Einweihen, weil man kann sie auch immer so nicht mit so irgendwelchem unbekannten Film einweihen, der im schlechtesten Fall mittelmäßig langweilig ist. Na gut, er könnte schlecht und langweilig sein, aber meistens sind so die mittelmäßig langweilige, so die bei der IMDb die Bewertung von 4 haben, die sind meistens ein bisschen öde. Bei 3 kann es schon eine Trashgranate sein, je nachdem. Jetzt gucke, genau, da muss man ja eigentlich wieder so eine Beamer mit einem guten Film einweihen, damit der halt wieder motiviert ist. sozusagen. Keine Ahnung, was es wird. Vielleicht Alien. Das wäre nochmal was. Die erste. Oh. Das wäre nochmal was. Naja, muss ich mal überlegen. So, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen scannen. Wir haben nämlich noch ein paar Eisplanete hier. Vielleicht haben wir irgendwas Landbares mit Geosignal. Das wäre das Eisplanet nicht schlecht. Ach, zu null so viel machen. Wir wollten. Ne, Kratervermessung wollte man mal machen. Höhemessung halt. Ne, hier können wir gar nirgends landen. Na gut, dann weiter. So viel zu tun. Dann habe ich mal zuletzt mal grob Gedanken gemacht, wann man mal wieder das Stream machen könnte. Letztes Memo war ja sehr witzig. Wird wahrscheinlich auf, also sehr wahrscheinlich, wenn ich ihn da mache, dann halt einfach nur samstags abends. Weil, ja, momentan während der Woche ist halt ein bisschen. Haben so nicht mehr so viel Elan, aber abends bin ich da war geschafft dann. Und ich immer so für mich rumzocke oder halt nur Folgen hier aufnehme. Deshalb eher Samstagabend wahrscheinlich. Ist nicht, also jetzt nicht in den nächsten 2 Wochen. Muss man überlegen, sowas vom Anlass. Ich habe da so eine Idee. Moment, drossel mal ein bisschen. Kann ich noch ein bisschen drin nehmen und zwar eventuell, weil mir wollen ja jetzt. Na komm, gehen wir poppen wir mal nach auf. So, wir wollen jetzt so hier rüber. Quasi hier noch ein bisschen was im Arcadian Stream mitnehmen. Und dass man dann irgendwie vielleicht Stream machen könnte, wenn man hier in den Sektor, wo ich jetzt gerade den Namen, in Norma Expanse, wenn man da drin fliehe. Das wäre doch sowas. So komplett neuer Sektor. Da könnte man dann anfangs so viele verschiedene Sterne und Planetentypen nochmal in den Codex aufnehmen. Das wäre so eine Idee. Wäre dann noch ein bisschen, bis man mal hier ist und hier und ja. Ja klar, das mal könnte jetzt sein, das ist hier nur kurz, das wäre dann schon übermorgen der Stream, aber nee. Da kann ich mir schön Zeit lassen. Kann eventuell noch mal Moment, hier ist so ein Flexman. Gut. Dann kann ich auch noch mal ein paar Sessions machen, wo ich eine wirtschaftliche Route fliege. Einfach nur ein bisschen zu scannen, ein bisschen Geld zu verdienen. So ungefähr. Aber das nur mal so als Hintergedanke, dass man das nochmal machen könnte. Ich würde es natürlich weit vorher bekannt geben, natürlich hier in der Folge. Am Tag, wo man das mache, halt auf Twitter raushaue. Aber ja, wir gucken mal. Also wie gesagt, bestimmt nicht diese und nächste Woche. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Nee, ich musste erst mal ein paar Filme noch holen. Also nächstes Wochenende bestimmt nicht. Und da gucke ich so lange Filme, bis ich fähige Aua habe. Genau, 53 Objekte. Hui. Da haben wir was zu tun.
Oh. Moment, Moment, Moment. Was bist du denn? Du bist doch schon ein Planet. Dann können wir auch schon direkt scannen, oder? Bevor wir scannen. Der ist so nah an der Sonne dran, am Stern. Nehmen wir den doch direkt mit. Nein, nur dem Dorno? Ne, noch nicht. Noch nicht ganz. Also wir haben schon wieder knapp 50 Millionen. Sollte man haben. Wird jetzt ein bisschen schwierig, dass bei der Elite Dangerous Star Map nachzuprüfen, aber mein Erzähler hier sollte auch relativ akkurat sein. Benutzt hier dieselbe Logik. Ja, knapp 50 Millionen haben wir schon wieder. So, zack und zack. Ja, dummerweise haben wir irgendwie keine Planeten, die jetzt nur so, keine Ahnung, 1000, 2000 entfernt sind, weil dann könnte man mal die ganze geile News nachholen. Naja, kommt noch. Das ist doch eine Wasserwelt oder so, sehe ich das richtig? Das könnte eventuell sogar Sinn. Moment. Uiuiuiui, der überschlägt sich quasi mit Mond. Ja, da. Eieiei. Und nein, ich weiß leider auch nicht, was so bis jetzt mein. Was so der Rekord ist an Monde von meinem Planet. Und ich weiß auch gar nicht, was es bei mir ist. Ich weiß auch gar nicht. Wie ich das raus. Kann man bestimmt rausfinden. Alle Daten habe ich hier. Müsste ich mal gucken. Weil ich habe halt nur keine Verknüpfung von ist Mond. So ungefähr. Aber das kann man ja an dem Buchstabe rausfinden. Insofern ist es schon machbar. Wie gesagt, ich glaube auf der Elite Dangerous, damit konnte man das auch gar nicht ziehen, so die Art von Rekord. Ja, das, aber irgendwo in Foren findet man das bestimmt. Und sei es ein englischer Wort, die kommen ja auf alle Ideen. Ich glaube zumindest mir wäre noch mit dem Fund hier weiter von den Fernsehen. Gab immer heute als Buchstabe vom Mond ein I. Ich war immer von so mit A durch benannt und bei I war ich mal. Die Nummer 4 ist auch terraformierbar. Sehe ich gerade. Nee. Nee, ist ein Gasriese, okay. Ich dachte zuerst, der ist. Ach, Wasserriese. Ei, hallo. 10, hoje. Ja, das kenne ich aber. Ich weiß, die bringen nichts an Geld, aber die wäre gescannt. Wasserriese kommt mir nicht ungescannt davon. Das geht ja gar nicht. So, Moment, da war gerade noch einer. Nehmen wir den gerade auch mit. Und dann dürfte man mit der Gasriese durchsehen. Yep. Mal gucken, wie weit ist denn der andere entfernt? 1200, oh ja. Könnte für einen geilen News noch reichen. Ui, eieieiei. Lass uns mal gucken. Den haben wir ja schon. Sehr schön. Was haben wir dann hier? I. Ha, da sind wir wieder bei I. Nicht schlecht. Oh, guck mal hier. Landbar mit ringendem Mond. Nicht schlecht. 4. Das bist du. Also bist du bei beim 3er. Dort müssen wir hin. Und dann. Natürlich. Natürlich, der ist
Ganz hinten der Wasserriese. Lass mal gucken. 70 Erdmasse. Ja. Der Bering ist vereist. Sehr schön. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, machen wir gerade mal hier einen Bookmark drauf. So. Passt das da? Naja, okay. Warte mal. B-b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 -
Okay, dann würde ich sagen, mit diesem Anblick hier wünsche ich euch, was wünsche ich euch dann? Muss ich mal überlegen. Ach, ein schönes Restwochenende, das ist die Folge für Sonntag. Stimmt, ein schönes Restwochenende und schon mal ein guter Start in die nächste Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Bye bye.